Gestatten Sie? Ja? Sie auch wollen Schuhe machen? Natürlich ja. Vielen Dank. Was darf ich bringen? Einen Tee, bitte. Mit Sahne oder Zitrone? Mit Sahne. Und der junge Herr? Ich hätte gerne eine Mohnkopfbeischale. Zu 3,20, bitte schön. Bitte. Entschuldigen Sie bitte einen Moment. Ja. Bitte zahlen. Oh, da ist mein Onkel! Du, Peter, ich habe zufällig Fräulein Schumann hier getroffen. Fräulein Schumann? So ein Zufall. Na komm. Grüß Gott, Fräulein Schumann. Oh, guten Tag, Herr Dr. Bach. Aha, ja. Haben Sie womöglich jetzt für mich gezahlt? Ja. Das können wir nicht annehmen. Peter, von Schumann hat nämlich noch gar keinen richtigen Beruf. Was? Moment einmal, ich dachte, Nein, ich unterrichte nur aushilfsweise für den erkrankten Professor Hölz. Ach so. Ich studiere in Freiburg Musik. Ja, Fräulein. Ja? Eine Flasche Durbacher, gell? Ja. Trinken doch ein Glas mit mir. Eigentlich wollte ich... Na, bitte, Sie sind in Baden-Baden? Ja. Daran habe ich wirklich noch nicht gedacht. Warum bitte? Für du hältst einen Schnabel, bis er gefragt ist. Pianistin. Musik nicht? Doch, sehr. Das verstehe ich nicht. Wagner nicht hingerissen. Das ist ein rührender Mensch, der sich selbst den Schlaf steht, um ihn anderen zu schenken. Ja, aber da lobe ich mal den guten Helmesberger, diesen hochbegabten Diener. Ach, der hat doch nur bei Mozart geklaut. Na und? Und besser gut geklaut als Ach, schlecht komponiert. Sie, ha, Sie, da könnte ich Ihnen ein Beispiel in der Laufwelt die Augen Musik über. Die Musik wäre doch ohne Wagner nicht denkbar Heiden, der hat bei der Kaiserhymne hat er die dritte Klavierinvention von Bach einfach... Aber nein, lesen Sie doch mal die Bücher über Musik. Der habe ich gelesen. Der Beethoven, der hat zurückgegriffen bei Mozart.